Ja, wir melden uns vom Bahnhofvorplatz hier in Köln. Liebe Zuschauer, Sie alle wissen, 2015, die Ereignisse Silvester, Sie alle wissen, was dort damals geschehen wird. Wir werden auch gleich darüber sprechen mit Joachim Stamp, dem Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, gerade mal 2 Monate erst im Amt. Trotzdem die Frage, Herr Minister, was haben Sie sich vorgenommen? Was wollen Sie in Sachen Flüchtlingsintegration in Nordrhein-Westfalen verändern oder verbessern? Ja, wir wollen grundsätzlich auch das Ausländerrecht in Angriff nehmen. Ich denke, es ist ganz entscheidend, dass wir vernünftige Bleibeperspektiven für diejenigen schaffen, die sich hier gut integriert haben, die von Anfang an versucht haben, unsere Sprache zu lernen, die beruflich auf eigenen Beinen stehen, dass die hier auch bleiben können. Und auf der anderen Seite müssen wir viel härter gegen diejenigen vorgehen, die hier kriminell geworden sind, die sich hier nicht an die Spielregeln halten. Denn das ist die Erfahrung, die ich in ganz vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern mache, dass es eine große Akzeptanz gibt, Menschen zu helfen, die das auch brauchen und die sich hier anstrengen wollen. Und auf der anderen Seite keine Akzeptanz für Leute, die hier als Gefährder rumlaufen. Jetzt sprechen wir erst noch bitte einen Moment über die, denen Sie hier helfen wollen. Raus aus den Massenunterkünften, rein in die Wohnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann das Land da mithelfen? Wir müssen strukturierter vorgehen. Wir wollen, dass die Asylverfahren zunächst in den Landeseinrichtungen nach Möglichkeit vollständig abgeschlossen werden, dass dann in die Kommunen nur diejenigen kommen, die auch tatsächlich einen anerkannten Status haben. Das würde die Situation für die Kommunen erheblich erleichtern. Grundsätzlich brauchen wir natürlich, aber das gilt nicht nur für Flüchtlinge, sondern gerade hier in der Rheinschiene, für viele, die auf Wohnungssuche sind, brauchen wir mehr Investitionen im Wohnungsmarkt. Und wir haben als Liberale immer gesagt, dass die Mietpreisbremse das falsche Instrument ist, weil es dort Dinge abwirkt, sondern dass wir mehr Investitionen brauchen. Und was sagt der Wirtschaftsminister? Gibt es da zusätzliche Mittel? Vielleicht im nächsten Jahr im Haushalt für Wohnungsbau für Flüchtlinge? Wir wollen in erster Linie sehen, dass wir im Wohnungsmarkt neue Impulse setzen, dass investiert wird, auch aus der Privatwirtschaft. Grundsätzlich werden wir aber auch die Flüchtlingsunterbringung anders noch systematisieren müssen. Da sind wir in den Gesprächen und in der Abstimmung auch zwischen den verschiedenen Häusern. Ich habe es schon erwähnt, hier ist der Ort, der Bahnhofsvorplatz in Köln, die Exzesse, die Gewaltexzesse Silvester 2015. Sie haben es schon angedeutet, Sie wollen den einen, die hier bleiben dürfen, mehr helfen und gegen die anderen vorgehen. Wie wollen Sie das denn machen? Was sind denn die Instrumentarien, die Sie da anzubieten haben? Es geht jetzt zunächst mal darum, die wirklich harten Fälle noch mal zu prüfen. Ich habe festgestellt, dass da in der Vergangenheit nicht alles so untersucht worden ist, was man ausländerrechtlich machen kann, beispielsweise gegen Gefährder, wie das notwendig wäre. Denn das ist ja das, worauf unsere Bevölkerung den größten Anspruch hat, dass diejenigen, die gefährlich sind, hier so schnell wie möglich verschwinden. Darüber hinaus wollen wir aber auch die Szenen hier, Taschendiebstahl etc. auflösen und andere Rückführungen ermöglichen. Da sind wir im Gespräch auch jetzt mit den Vertretern aus den Heimatländern. Da gibt es bei den Rückführungen nach wie vor noch Dinge, die verbesserbar sind. Gut, vielen Dank, Herr Minister, bis hierhin. Wir reden gleich noch mal weiter, dann auch über den Wahlkampf im Hinblick auf die Bundestagswahl. Jetzt wollen wir erst mal schauen, es klang ja schon an, also das kann auf der einen Seite natürlich staatliche Aufgabe sein oder ist staatliche Aufgabe. Auf der anderen Seite sind mit der Integration von Flüchtlingen aber auch viele, viele andere gesellschaftliche Institutionen beschäftigt. Das ist zum Beispiel hier in Köln die IHK, die Industrie- und Handelskammer, die hier Sprachkurse für Flüchtlinge anbietet und allein im letzten Jahr dafür 1 Million Euro aufgewendet hat. Und wir konnten uns gestern so einen Sprachkurs mal anschauen. Bevor wir jetzt wieder mit dem harten Part anfangen, wollte ich jetzt erstmal wieder mit Nominativ, Akkusativ und Dativ anfangen. Hassan, magst du bitte vorlesen? Das Buch, ich habe es letzte Woche gelesen, war total langweilig. Das Buch, das ich letzte Wochenende gelesen habe, war total langweilig. Vielen Dank. Das Bild, mein Mann hat es gekauft, finde ich furchtbar hässlich. Furchtbar hässlich. Hässlich. Genau. Mein Zahnproblem. Das ist super gut. Mach weiter so. Ich finde eigentlich schon beeindruckend, den Genitiv und den Dativ, den Sie hier versuchen, Ihren Schülern beizubringen. Das ist ja ganz schwere, schwere Kost, nicht nur für die irakischen und syrischen Flüchtlinge. Ich frage mal nach bei Ahmed, was ist denn jetzt das Schwierigste an dieser schwierigen deutschen Sprache zu lernen? Was ist das Schwierigste für Sie? Deutschsprache ist nicht so ganz schwierig. Das braucht ein bisschen Zeit. Und als Flüchtling, ich möchte auch das sagen, wir müssen ein bisschen Gas geben. Deutschsprache ist, wie gesagt, es ist der Schlüssel zum Erfolg. Was muss anders werden? Was sollte besser werden in der Betreuung der Flüchtlinge durch Deutschland?
Läuft das alles so gut so, wie Sie sich das vorstellen, oder müsste irgendwas anders werden? Also, überall gibt es gute und schlechte Menschen, aber in global. Die Flüchtlinge sind schön weiter integriert. Alle sind hier, alle möchten gerne die Deutschsprache fließend reden und einen Job finden. Also, alle hier sie kommen jeden Tag, sie möchten gerne die Deutsch lernen und möchten gerne weitermachen. Und ja, ich finde es, die Flüchtlinge, sie sind sehr schön integriert. Vom Beruf bin ich Chemiker. Ich habe an der Universität Aleppo studiert, angewandte Chemie. Und ich habe schon 2 Jahre in Syrien in einer Firma gearbeitet. Ja, als Chemiker. Ja, und mein Wunsch hier in Deutschland, einen Arbeitsplatz zu finden. Und haben Sie das schon versucht oder haben Sie das noch vor? Ja, genau. Mit IHK. Wir haben schon 3 oder 4 Bewerbungen gemacht, geschickt und wir warten auf eine Antwort. Okay. Ja. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg. Danke. Manche haben auch Angst vor Flüchtlingen, manche sagen nicht so viele Flüchtlinge hier. Was bekommen Sie davon mit, von der Diskussion, von den Deutschen? Sprechen Sie schon mal mit Deutschen darüber? Ja, ich habe schon einmal gesprochen. Ja, ich wünsche, dass die Deutschen keine Angst mehr von, weil viele haben Angst vor Flüchtlingen. Ja, und ich wünsche, dass die Sperrung zwischen die Flüchtlingen und die Deutschen abzubauen. Deutschland hat so viel für Flüchtlinge getan. Im Gegenzug, wir müssen auch etwas machen. Zum Beispiel durchlernen, arbeiten, Ausbildung machen. Und was ist wichtig hier in Deutschland? Deutsche Gesetze und Kultur beachten. Das ist sehr wichtig. Und für das Thema Wahl hoffentlich alle Leute und Bürger und Bürgerinnen zur Wahl gehen. Wenn die jungen Menschen hier die Ausbildung absolviert haben, sprich die Sprachkurse abgeschlossen haben, wie geht das dann weiter? Betreuen Sie, also die IHK, dann die weiter Richtung Unternehmen oder wie funktioniert das? Also wir betreuen die Personen, die bei uns den Sprachkurs absolviert haben, im Rahmen einer Betreuung während des Praktikums. Das heißt, wir vermitteln die in Praktika und sind auch dabei, wenn die noch in Ausbildung oder Ähnliches integriert werden müssen, beziehungsweise vermittelt werden müssen, da haben wir einen eigenen Willkommenslotsen, der nichts anderes macht, außer die Personen in Ausbildung beziehungsweise in einer Anstiegsqualifizierung zu vermitteln. Das heißt, wir sind weiter am Ball, sowohl während der Sprachkurse als auch im Anschluss an den Sprachkursen, die Personen in den deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Welche Erfahrungen machen die Unternehmen dann, wenn die Flüchtlinge in Arbeit sind? Das ist doch auch ein ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss, oder? Die Unternehmen mussten da dicke Bretter bohren, weil für viele Unternehmen war es ein völlig neues Thema. Das heißt, sie hatten bisher vielleicht noch keine Erfahrung mit geflüchteten Personen, aber diese dicken Bretter lohnen sich zu bohren. Und ich kenne viele Unternehmen, wo es ganz fantastisch geklappt hat, die sehr begeistert sind von den Personen. Die Geflüchteten haben eine hohe Motivation, eine hohe Lernbereitschaft und von daher sind Unternehmen sehr begeistert und nehmen gerne Flüchtlinge in Ausbildung oder in einer Einstiegsqualifizierung und wir machen fast nur gute Erfahrungen. Vielen Dank. Also aus Sicht des Vertreters der Industrie- und Handelskammer Köln lohnt sich diese Investition, also diese Sprachkurse, 1 Million, ich wiederhole es gerne nochmal, hat die Kammer im letzten Jahr dafür ausgegeben, Herr Stamp, aber das ist doch eigentlich eine staatliche Aufgabe, die dann da in Form dieser Sprachkurse geleistet wird, oder? Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich muss der Staat sich dafür einbringen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Industrie- und Handelskammern hier vorbildlich arbeiten. Im Übrigen auch das Handwerk macht eine ganze tolle Integration in Arbeit. Und die wir jetzt im Beitrag gesehen haben, es wäre ja irre, wenn wir solche Leute abschieben würden. Die brauchen einen vernünftigen Status und diejenigen, die keine Bleibeberechtigung haben, da müssen wir dann sehen, dass wir die zurückführen. Jetzt verlassen wir mal Nordrhein-Westfalen mental und schauen auf die Bundestagswahl, die ja am Sonntag in einer Woche stattfindet. Je nach Konstellation könnten ja die Verhandlungen dann in Berlin unter Umständen mit der FDP ja interessant werden, möglicherweise mit der FDP und den Grünen und der Union. Aber mal ganz davon ab, mit welchen, ich sag jetzt mal, flüchtlingspolitischen und integrationspolitischen Forderungen gehen Sie denn in diesen Restwahlkampf und möglicherweise dann in die Koalitionsverhandlungen? Ja, ich habe gestern mit Christian Lindner dazu ein Konzept präsentiert. Wir wollen eine Entflechtung haben. Alle müssen ja momentan, die nach Deutschland kommen, quasi über das Asylrecht. Und dafür ist das Asylrecht eigentlich nicht geeignet. Wir wollen das Asylrecht beschränken auf diejenigen, die individuell politisch verfolgt sind. Wir wollen einen eigenen Status schaffen für Kriegsflüchtlinge.
wo es dann nach Identitätsfeststellung und Sicherheitsüberprüfung sofort einen Status gibt, der aber erlischt, wenn das Auswärtige Amt feststellt, dass es in dem Land keine Kriegsbedrohung mehr gibt. Und wir wollen dann als dritte Gruppe diejenigen, die dauerhaft hierher kommen wollen, uns als Bundesrepublik Deutschland selbst aussuchen dürfen. Nach einem Punktesystem und nach einer abgesenkten Blue Card, einer reformierten Blue Card, wo man mit einem vernünftigen Arbeitsvertrag in einem qualifizierten Job hierher kommen kann. Das klingt so, als wenn Sie eine Grundgesetzänderung dafür bräuchten. Ist das so? Nein, wir brauchen dafür keine Grundgesetzänderung, sondern wir brauchen insgesamt die Anstrengung, all die verschiedenen Bereiche des Ausländerrechts mal in ein vernünftiges Einwanderungsgesetzbuch zusammenzuführen, damit wir mal eine Politik aus einem Guss bekommen. Das ist bisher nicht der Fall. Und für uns ist eben wichtig, dass diejenigen auch bei den Kriegsflüchtlingen, die dann längeren Zeitpunkt hier sind, die sich anstrengen und die hier auch dann in Lohn und Brot sind, straffrei geblieben, deutsche Sprache können, dass die dann auch die Chance haben, den Spurwechsel zu vollziehen und Einwanderer zu werden. Laut dem Fachmann, der bei der Europäischen Kommission zuständig ist für die Terrorabwehr in Europa, gibt es in Europa sage und schreibe 50.000 Dschihadisten, 50.000. Sie haben den Begriff der Gefährder vorhin auch schon angesprochen. Was soll da sich ändern mit Blick, nochmal mit Blick auf die Bundestagswahl? Ich meine, wir haben ja alle die Menschen, vor allem die Opfer in Berlin, alle ja, die Erfahrung gemacht, was schiefgelaufen ist beim Fall Amri. Ja, wir müssen vor allem auch dafür sorgen, dass wir eine andere Registrierung von Anfang an bekommen. Das heißt, wir haben eine große Hilfsbereitschaft in der Bundesrepublik Deutschland, aber wo die Stimmung gekippt ist in weiten Teilen, ist der Fall, wo dann eben viele Unregistrierte im Land unterwegs sind. Und deswegen müssen wir für eine Situation wie 2015, damit sie sich nicht wiederholt, dann die Grenze so kontrollieren, dass dort nur eine kontrollierte Einreise möglich ist. Ja, da wird noch viel zu diskutieren sein in der letzten Phase des Wahlkampfes und möglicherweise dann auch bei den Koalitionsverhandlungen dann in Berlin. Joachim Stamp war das, der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen. Bei Phoenix. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank, Herr Fittkau. Und damit gehen wir hier vom Bahnhofsvorplatz zurück ins Phoenix-Studio nach Bonn. Und ich sage schon mal, um 14 Uhr melden wir uns nochmal hier aus Köln. Dann sprechen wir mit der Oberbürgermeisterin.